Ja, also ich bin Jan, mit Nachnamen Brockhoff, bin 14 Jahre, sozusagen das Küken im Canyon-Team. Ich bin Benjamin Dietrich, ich bin 16 Jahre alt, ich komme aus Thüringen, aus Erfurt. Ich bin Simon Evers, 15 Jahre alt, komme aus Delmenhorst, aus Niedersachsen. Es liegt bei Bremen. Hola, me llamo Pablo, tengo 16 años, soy de España. Bonjour, je m'appelle Kevin Maldonado, j'ai 15 ans, je suis de la Provence, dans le sud de la France. Bonjour, je m'appelle Florian Sénéchal, je suis français, j'habite au nord de la France, sur l'île. Ja, das ist natürlich schon toll zu sehen, die Atmosphäre hier und natürlich auch die Begeisterung bei unseren Fahrern. Es macht wirklich Spaß, Teil des Ganzen zu sein. Du musst dir so vorstellen, wie du ein Auto entlüftest. Der Hauptbremse ist das Herz und der Fängste, was am weitesten ist, das ist das rechte Bein. Na, da fängst du an. Immer rechts? Ja. Jungs, wir fahren jetzt eine Stunde erstmal locker trainieren in der Gruppe. Wir werden dann vielleicht auch noch mal zwischendurch zu zweit einen kurzen Sprint fahren. Alles Weitere dann gleich auf dem Rad. Tschüss! Start! Achtung, los, Start, hopp, Start. Jan und Simon, so bei den Sprints, dann direkt vom Start aus, nach den ersten zwei Dritten versuchen, das Rad schön gerade zu halten, damit er nicht so viel an Weg verliert, wenn er dort im Wegetritt zu viel Schlenker macht. Jungs, immer ganz wichtig, wenn er sprintet, den richtigen Gang schon vorher drauflegen und dann auf keinen Fall im Sprint schalten, weil das ist halt schlecht für die Kette, schlecht für den Sport insgesamt. Aber das Wichtigste ist immer den Gang vorher schon drauf haben. Ja, Schwierigste ist natürlich immer beim Rennen, aber das wisst ihr und werdet sowieso noch kennenlernen, dass es eigentlich keine Pauschalformel gibt für einen Sprint im Rennen. Das sind natürlich, ist von so vielen Faktoren abhängig, aber 200 Meter ist eigentlich immer so eine Faustregel, wo man sagen kann, da liegt man nicht falsch mit. Dann viel Glück für die Rundfahrt. Okay, Dusche. Herzlich willkommen der Mannschaft Canyon Young Heroes mit Paolo Ponce Fernandez, Florian Sénéchal, Benjamin Dietrich, Kevin Maldonado, Simon Evers und Jan Brockhoff.
3 Sprints, 2., 4., 6. Runde. 9 Runden, Verpflegung. 6. und 7. Runde. Wisst ihr, wenn der Bettel von hinten in die Kurve kommt, da müsste er vorne sein. Du kannst zwar von vorne nach hinten durchfallen, aber du kannst ihn mir von hinten nach vorne fahren auf sehr schmaler Straße. Wahrscheinlich ist dann hier echt die letzte Chance, dann nach vorne zu fahren, ne? Ja. Und sprecht da hier mit Jan und Simon. Versucht da mal zu sprechen, wenn ihr zusammen seid oder so. Guckst du ein bisschen, wo die fahren im Feld, fährst du hin. Und mach da das Beste draus. Mach keine verrückten Sachen, hab Spaß. Fall nicht hin. Okay. Heute für uns, ne? Wir haben zwei da drin. Sehr gutes Ergebnis für den Jüngsten im Feld. J'avais du mal, mais j'ai tué jusqu'au bout. Bien. Comment ça va? Ça va. Nickel. Le sprint chaud, le sprint. Fünfter, Jan Zweiter, und ihr müsst noch normal der erste Fünfter sein. Gutes Teamwork, Jungs. Und hier, der Schneider ist dann voll eingegangen auf der Zielgerade. Ist er jetzt auch da rumgefahren? Ja. Gut, ich bin einmal gestürzt am Anfang, aber es war okay. Ja, Canyon Young Heroes, betreut von Erik Sabel, der hier heute den Weg gefunden hat zu uns. Das ist ganz, ganz toll. Da gibt der Erik auch ein wenig zurück von dem, was er einst mal selbst als Rennfahrer entgegennehmen durfte. Jan Brocker. Ja, es war ein richtig anstrengender Tag. Wir haben ja heute früh schon mit den Jungs trainiert und dann sicherlich fürs Personal noch eine ganze Menge Arbeit, Vorbereitung und dann natürlich der Höhepunkt hier, die 85 Kilometer rund um Otter. Und ich würde auch sagen, mit einem wirklich zufriedenstellenden und erfolgreichen Ergebnis. Also wir haben mit dem Jan Platz 2, der Florian ist 5. und der Kevin ist 10. geworden. Also 3 Mann von den Canyon Young Heroes in den Top 10. Ich glaube, das kann sich wirklich sehen lassen. Ich meine, ich habe den Eindruck, so jeder weiß eigentlich, was er will. Und so, die sind eigentlich sehr eifrig. Erstmal versuchen, in eine Mannschaft zu kommen. Kontinentalmannschaft und dann den Absprung in die Pro-Tour-Mannschaften schaffen und ja, später auch gerne sportlicher Leiter, Teammanager. Vor allem in der Jugend jetzt nimmt man bestimmt was mit fürs Leben und man sitzt nicht immer zu Hause vorm Computer und langweilt sich wie viele andere.